Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Immer wieder berichten wir auch im Hamburger Abendblatt darüber, dass es in bestimmten Hamburger Stadtteilen, zum Beispiel in Wilhelmsburg, an Kinderärzten mangelt. Umso mehr freue ich mich heute über meinen Gast, Dr. Martin Rustige, der sich bewusst für dieses Quartier entschieden hat und seit 5 Jahren dort als Kinderarzt in einer Praxis tätig ist, nämlich in einem Asklepios Gesundheitszentrum, dem MVZ in Wilhelmsburg. Herzlich willkommen. Guten Tag. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich begrüße Sie natürlich auch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser neuen Folge der digitalen Sprechstunde. Ja, die Frage ist natürlich, warum Wilhelmsburg in einer Praxis? Sie hätten ja auch in der Klinik bleiben können oder sich in Harvestehude oder Eppendorf niederlassen können. Ja, zunächst ist Ihre Frage Klinik oder Praxis und die Frage war für mich oder die Antwort wusste ich schon zu Beginn meiner Ausbildungszeit, dass ich nicht in der Klinik bleiben möchte. Mhm. Habe mich dann in der Klinikzeit nur bestätigt gefühlt, weil einfach rund um Schichtdiensten die Vereinbarkeit mit der Familie und mit dem normalen Sozialleben so auch einfach nicht wirklich zu machen ist und dementsprechend war das klar, dass ich in die Praxis gehen möchte. Ja. Und Wilhelmsburg hat sich dann ergeben oder war das ja doch auch eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich gehe in einen, in Anführungsstrichen, Problemstadtteil? Also ich hatte mich schon im Raum Süderelbe beruflich rumgetrieben vorher einige Jahre und so kam es dann auch zu einem Kontakt in die Praxis, sodass ich da noch ein Jahr meiner Weiterbildungszeit dann absolviert habe und in dem Zusammenhang kam dann die Frage auf, willst du hier nicht weitermachen? Und mir kam das aber sehr entgegen, weil ich in dem Raum einfach gerne arbeite, weil es eben ein Miteinander mit den Patienten ist und auch mit dem Team ist, was multikulturell, interkulturell geprägt ist. Ich glaube, es sind 5 Ärzte, ne? In der Praxis, 5 Kinderärzte. Richtig, wir sind 5 KinderärztInnen und haben teilweise noch eine Psychologin mit dabei. Die Stelle ist gerade frei, aber in der Regel haben wir jemanden noch dabei in der Praxis und ein Kollege hat einen türkischen Einschlag, ist zwar in Deutschland geboren, aber ist spricht türkisch. Viele von den Kolleginnen haben einen Migrationshintergrund, dass wir also afghanische Kolleginnen mit dabei haben, türkische. Und das ist zum einen im Zusammenarbeiten eben sehr angenehm und verschiedene Perspektiven da erblicken oder mitsehen zu können. Und dann ist es aber einfach auch, dass der Kontakt zu den Patienten, die Art, wie man mit den Patienten dort kommunizieren kann, die mir liegt. Wobei man natürlich immer vorsichtig sein muss. Also da, wo eine Ayla wohnt, da wohnt mittlerweile aber auch ein Tom und eine Paula. Natürlich, und das ist jetzt auch, ne? Wilhelmsburg ist ja auch sehr vielfältig. Darüber berichten wir ja auch. Ne? Das ist ja auch von bis, auch was die Bewohnerschaft angeht. Aber eben halt eine Mehrheit der Patienten zu haben, die eben einen internationalen Hintergrund haben und die eben einen sozial einfacheren Background haben, wo, wie ich finde, man halt wirklich eher im Groben oder noch an den groben Stellen arbeiten muss oder kann. Stichwort Ernährung, Bewegung, Medienkonsum und weniger an Feinheiten überspitzt formuliert, wie der Frage, ob es denn sinnvoll ist, jetzt mit 4 Jahren den Mandarinkurs zu belegen. Fragen, die einem vielleicht woanders als Kinderarzt eher begegnen würden als dort. Also ist es eher eine Bereicherung als eine Herausforderung, dass man doch da sehr basic arbeitet? Ich empfinde es als eine Art, sich im Klaren darüber, immer wieder im Klaren darüber zu sein, wie unterschiedlich wir einfach in der Gesellschaft sind und dass es eben nicht nur die eigene Blase gibt, in der man sich gerne bewegt, sondern eben dort in einem Bereich zu arbeiten, der mir immer wieder neue Horizonte zeigt, auch wenn das sehr blumig formuliert ist. Jetzt. Wohnen Sie mit Ihrer Familie denn auch im Bereich Süderelbe oder? Nee, ich wohne in Eppendorf. Ja, achso, dann kennen Sie die Mandarinkurse und das ist natürlich ganz gut wahrscheinlich, um den Kontrast zu sehen. Richtig. Ich glaube, hier lasse ich noch mit einfließen, dass meiner Meinung nach Eppendorf verschiedene Ecken hat und wir glücklicherweise nicht so ganz in der Mandarin-Ecke wohnen, aber genau, es ist halt dort zu sehen und dafür muss man ja nicht in Eppendorf, sondern kann auch in Eimsbüttel oder Ottensen wohnen. Das ist wohnen. Natürlich jetzt auch sehr klischeehaft. Vielleicht können wir trotzdem nochmal konkret gucken auf die Klientel, auf die Kinder, die Sie wirklich sehen in der Praxis in Wilhelmsburg. Ja. Was haben die für einen familiären Hintergrund? Haben die auch andere Krankheitsbilder?
vermehrt, also, oder? Man muss, glaube ich, schon sich bewusst machen, dass das in der Zeit, in der ich jetzt da bin, ja durch die Bundesgartenschau, die dort stattgefunden hatte und viele bauliche Veränderungen solche Dinge wie die steigenden Mieten in den Stadtteilen in der Stadt, viele Familien mittlerweile auch rausziehen aus der Stadt nach Wilhelmsburg, und da, wir reden ja ein bisschen drumherum, also eben Familien mit Tom und Paula und Clara und Tjark, und die kommen also auch nach Wilhelmsburg. Das heißt, es ist schon ein buntes Klientel. Die auch dann ja in ihrer Praxis landen. Richtig, das sind Kinder, die bei mir landen, aber natürlich gibt es auch Familien, wo die Familie sich vorstellt mit nur der Mutter, die dann der deutschen Sprache gar nicht oder kaum mächtig ist, wo teilweise ein Geschwisterkind dabei ist, was dann übersetzt, ein älteres Geschwisterkind. Mhm. Und das ist so das Potpourri an Kindern, was wir sehen. Und die Krankheiten, das sind erstmal die gleichen. Also das, was wir so in der Akutsprechstunde, in der Krankheitssprechstunde sehen, das ist Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Durchfall, Erbrechen, bis hin zu den schwereren Krankheitsbildern, die dann daraus entstehen oder die halt eben auch in der Kinderarztpraxis auftauchen. Und wie ist es ist vielleicht auch ein Klischee, aber mit dem Thema Zuverlässigkeit, wenn wir jetzt an die U-Untersuchungen oder sowas denken, wird das auch eingehalten, auch von Familien, die vielleicht neu nach Hamburg gekommen sind, mit einer Migrationsgeschichte, oder muss man da mehr darauf hinweisen an ihrer Stelle? Es ist so, dadurch, dass die Familien sich, wie soll ich das formulieren? Ja, es sind, ich kann auch einfach kurz antworten, es sind immer wieder Termine, die auch nicht wahrgenommen werden, wo man dann teilweise Familien erinnern muss. Auch hier kennt das vielleicht jede Kinderarztpraxis, ist es vielleicht in unserem Bezirk etwas mehr. Hat man so ein paar Familien, da muss man doch noch immer ein bisschen häufiger erinnern oder ahnt schon, dass der Termin nicht klappt. Durch die Menge an Familien mit Migrationshintergrund sind das vielleicht mehr. Es passiert aber bei deutschen Familien und Familien mit Migrationshintergrund genauso. Und die Familien, die einen Migrationshintergrund haben, sind es dann meist türkischstämmige Familien, oder hat sich das auch verändert? Jetzt ist das Stichwort Ukraine. Was ist in den vergangenen 5 Jahren da auch vielleicht passiert? Ja, ich würde schon, also wir haben da keine Statistik zu. Ich würde behaupten, dass wir auch dadurch, dass wir den türkischsprachigen Kollegen halt in der Praxis haben, der auch der Kollege ist, der am längsten schon in der Praxis ist, haben wir hauptsächlich türkischsprachigen Hintergrund. Ich würde dann sagen, wir haben noch viel afghanisch-iranische Patienten, dann spanisch-portugiesisch, dadurch, dass ich Spanisch spreche, eine ehemalige Kollegin Portugiesisch sprach, kommen da auch einige Familien zu uns. Und was den Ukraine-Krieg angeht, glaube ich, gibt es andere Bezirke, wo die Kinderärzte mehr davon mitbekommen, dort, wo dann die entsprechenden großen Aufnahmelager dann eben für diese Familien auch sind, wo die teilweise ja noch länger und lange eben wohnen. Was würden Sie denn sagen, was sind die größten Herausforderungen als Kinderarzt und vielleicht gerade in Wilhelmsburg? Ist es in dem Fall jetzt das Thema Sprachbarriere, dass das ja eben nicht immer klappt, dass man sich mit den Eltern nicht immer verständigen kann? Oder was sind die größten Herausforderungen? Also ich glaube, zum einen ist eine der größten Herausforderungen meiner Meinung nach ist so die typische Kinderarztherausforderung, dass viele grundsätzliche Fragen einfach in den Familien nicht mehr von alleine oder von den Großeltern oder einer Tante beantwortet werden können, sondern es macht dann Dr. Google. Und wenn man bei Google Kind und Fieber eingibt, landet man eigentlich sofort bei der Meningitis. Und wenn man aber überlegt, was Kind und Fieber im normalen Leben bedeutet, und zwar meistens Husten, Schnupfen, Infekt, Durchfall oder Erbrechen, meistens Virus und geht meistens mit Hausmittelchen vorbei, dann sitzt man oft aber eben vor Familien und auch gerade jetzt gestern wieder vor einer Mutter, die jetzt ihr 4. Kind hat, die teilweise sich aber dann die Frage stellt, ja, aber ab wann soll ich denn das Paracetamol geben? Und so diese Fragen immer wieder zu beantworten und immer wieder zu merken, wie wenig Basiswissen in den Familien teilweise herrscht. Also, ab wann ist Fieber ein Fieber? Wann muss ich denn eigentlich zum Kinderarzt? Führt uns vor die Herausforderung, dass wir sehr oft Patienten, Patientinnen und Familien gegenüber sitzen mit einem leicht kranken Kind, was gut hätte zu Hause gepflegt werden können und der sich den Kinderarztbesuch eigentlich hätte sparen können. Aber das ist wahrscheinlich, wie Sie andeuten, ein grundsätzliches Problem, dass diese Kenntnisse auch der Hausmittel oder sowas vielleicht komplett fehlen und alle so ein bisschen
übersensibilisiert sind dann mit dem Kind. Das kann ja in Eppendorf genauso passieren. Und deswegen die Frage, wann muss ich zum Kinderarzt, ist ja vielleicht eine berechtigte. Die könnte man die hier auch beantworten. Wann muss ich denn zum Kinderarzt? Da gibt's, also ja, das kann man immer wieder beantworten, glaube ich. Und es ist ja auch schon immer wieder in Artikeln und Podcasts und sonstigen Medien Wir machen versucht, das jetzt hier auch nochmal. Ja, genau. Versucht worden zu beantworten. Und ich glaube, also grundsätzlich bei so Themen wie Husten, Schnupfen, Durchfall und Erbrechen, was immer ganz gut, und auch Fieber, was immer ganz gut hilft, ist halt, sich einmal das Kind komplett anzugucken als Mutter oder Vater und nicht nur aufs Thermometer zu starren, wo dann 39,5 steht, oder auf die Haut, wo rote Punkte sind, oder auf die Nase, die total verstopft ist, sondern wenn das Kind immer mal wieder hüpft und springt und ein Schlückchen Wasser trinkt und das Fieber sich auch immer mal wieder senken lässt, dann ist zumindest erstmal die größte Not abgewendet. Und es hat vielleicht nicht den Grund, am Sonntag in die Notaufnahme zu gehen, sondern zumindest sich erst am Montag an den Kinderarzt zu wenden. Das sind so immer wiederkehrende Themen, die ich den Eltern erzähle. Und wenn wir jetzt die zwei großen Felder nehmen, Husten und Schnupfen, Durchfall und Erbrechen, also Durchfall-Erbrechen-Krankheiten, kommt immer wieder das Thema auf, ja, aber das Kind hat heute nur 300 Milliliter getrunken. Es kommt aber ein Kind in den Raum, was selbstständig geht, sich ein bisschen umschaut und vielleicht sogar auch noch ein Steckspiel spielt. Da also nicht apathisch in der Ecke liegt. So, genau. Und das ist der einzige, oder das ist eben dann der Punkt, wo ich sage, guck das ganze Kind an, schau dir an, wie es gerade so drauf ist. Es darf erbrechen, es darf Durchfall haben, aber wenn es nicht ganz so viel trinkt, ist das okay, weil es scheint ja noch genügend Kraft zu haben. Ja. Und bei Husten, Schnupfen eben ein ähnliches, ne? Ja, aber es hustet nachts so stark. Ja, aber es läuft ja tagsüber relativ zufrieden durch die Gegend. Hat erstmal nicht so diese drängende, zeitknappe Phrase, das muss jetzt sofort und schnell gesehen werden. Vor allen Dingen, weil man am Ende ja auch leider gar nicht so viel tun kann für die kleinen Patienten. Aber das heißt natürlich, die kommen in die Praxis, die nehmen natürlich auch Termine. Wie ist denn die Auslastung der Praxis? Also könnten sie gut und gerne noch 5 weitere Kollegen haben? Oder wie ist vielleicht insgesamt im Stadtteil in Wilhelmsburg das aufgestellt? Also gibt es genug andere Kollegen? Oder? Also es ist schon so, dass es immer wieder Probleme gibt bei jungen Eltern. Wir reden jetzt mal über den Süderelbe-Raum, also noch mit Harburg-Neugraden. Wir bespielen ja auch noch Veddel und Rothenburgsort teilweise. Und das ist schon für Familien teilweise, so wie auch nördlich der Elbe, einfach ein Problem ist, überhaupt erstmal einen Kinderarzt zu finden, richtig, also aufgenommen zu werden. Und auf die Frage hin, ob wir noch mehr Kinderärzte bräuchten, wir müssen schon, also eine der Hauptarbeiten, die bei uns in der Praxis geleistet wird, leistet die MFA, die am Telefon sitzt und E-Mails und SMSen beantwortet von Eltern, die gerne ihr Kind krank gesehen haben würden noch am gleichen Tag, die aber am Telefon die Beratung macht und damit den Termin abwenden kann, sodass wir immer noch genug Zeit gefüllt haben mit Akutpatienten, die teilweise nicht dramatisch krank sind, aber eben mit den Themen, die wir gerade besprochen haben, gesehen werden müssen. Aber sehr viel leistet die MFA vorne, die das oft über 3-4 Stunden macht, mit Knopf im Ohr, mit Handy in der Hand und mit Tastatur vor sich, um sich um die Eltern am Telefon oder über die Medien halt zu kümmern und da zu beraten. Aber sie nehmen neue Patienten noch auf, also Eltern mit Neugeborenen, die einen Kinderarzt suchen. Korrekt. Allerdings kommt es auf die Postleitzahl an. Unserem Fall ist es schon so, wenn jetzt Eltern aus Bergedorf oder Eimsbüttel anrufen und sagen, sie finden keinen, sie wollen zu uns kommen, dass wir sagen, wir sind schon beschränkt auf Patienten aus unserem Stadtteil. Ja. Wir nehmen eben teilweise, also weil da die Versorgung einfach, da gibt es teilweise gar keinen Kinderarzt oder eben nur sehr wenig, teilweise eben einfach nur einen oder einen halben Sitz, nehmen wir noch Veddel und Rothenburgs Ort auf jeden Fall mit auf. Und Harburg, Neugraben kommt immer mal wieder vor, aber im Grunde genommen sind da die Kollegen dort dafür zuständig, die Kinder aufzunehmen. Und was würden Sie sagen, ist so das größte Erfolgserlebnis, was Sie haben als Kinderarzt? Wann sagen Sie, es war ein guter Tag? Ein guter Tag ist es eigentlich fast immer, weil wir es schon immer schaffen, glaube ich, die Patienten so zu versorgen, dass die Eltern ein wenig Sorgen bei uns lassen können. Und was für mich immer ein wichtiger Faktor ist, ist, dass
ich entspannt nach Hause gehen können muss, ohne mir noch Sorgen über einen Patienten zu machen. Und so handle ich auch meine Arbeit, dass in dem Fall, wo ich aber einen Patienten habe, der, wo ich das Gefühl habe, den kriege ich hier nicht so weit versorgt zusammen mit den Eltern und in der Absprache mit den Eltern, dass ich damit entspannt nach Hause gehen kann, habe ich oder hat man natürlich dann die Möglichkeit, die Patienten eben einzuweisen, weil sie entweder schwerer erkrankt ist oder man das Gefühl hat, es ist gar nicht so schwer, aber es braucht eben doch noch mehr Augen, die den Fall mitbegleiten, um dann das eben in die Klinik einzuweisen. Ja. Und dass das einfach schon so eine Grundzufriedenheit immer da ist, die Patienten einfach gut versorgen zu können mit einem Team, was einfach echt toll zusammenarbeitet, wo sich auch eben da wieder im Zweifel eine MFA nochmal 5 oder 10 Minuten Zeit nimmt, Inhalationen zu erklären, Therapien zu erklären. Das funktioniert bei uns gut. Ja. Und das sind ja aber, wir haben jetzt bisher so diese Akutthemen so besprochen, was ein großer Teil der kinderärztlichen Arbeit ist, ist ja die sogenannte Sozialpädiatrie. Also Bereiche, wo es eben um Ernährung, Sport, Daddeln, psychische Probleme geht, die nicht Wilhelmsburg bezogen sind oder Süderelbe bezogen sind, wo wir die Probleme ja auch in der ganzen Stadt haben oder im ganzen Land haben. Und das ist ja ein großer Teil der Arbeit. Also diese U-Untersuchungen, diese Vorsorgeuntersuchungen oder dann die J-Untersuchungen oder Gesprächstermin einfach, wo eben Kinder und Jugendliche kommen mit verschiedensten Themen. Ja, und wahrscheinlich mit Symptomen, die aber erstmal unspezifisch sind, aber die könnten dann, weiß ich nicht, auf Mobbing zurückzuführen sein, zum Beispiel, oder? Richtig, das heißt, wir haben die Thematik, also ne, da geht's, das geht von A wie Adipositas bis... Aber das ist ein größeres Thema, deuteten Sie an, eher in vielleicht Wilhelmsburg als in anderen Stadtteilen, oder kann man das so nicht sagen? Ich würde es vermuten, also ich will mich nicht festlegen, aber ich würde vermuten, dass es so ist, weil man ja einfach sagen muss, ja, natürlich, sozial schwächeres Klientel in Wilhelmsburg und das weiß man ja, dass in sozial schwächeren Kreisen Fastfood-affiner solche Themen einfach oder solche Ernährung eher vorkommt aufgrund von schwächerem Bildungshintergrund und dem wenigen Bewusstsein dafür, was gesund ist, weniger finanzielle Möglichkeit, sich das leisten zu können an gesundem Essen. Stichwort, alles wird teurer und es ist ja wirklich bei jedem merkbar. Und wenn wir es schon merken, dann ist es ja an der anderen Seite der Schere, ist es einfach noch deutlicher eben zu merken. In dem Zusammenhang interessanter Bericht von jemandem, der bei Aldi arbeitet, dass die Diebstähle aus den Packungen heraus rund um die Energiekrise deutlich zugenommen haben. Ach, tatsächlich? Ja, das hat mir ein Mitarbeiter berichtet von Aldi, dass eben halt einfach... Was heißt also Obst und Gemüse? Oder nö, was? Das heißt aus der Müsli-Riegelpackung, da fehlt nicht die Packung, sondern da fehlen 2 Riegel. Ah, okay. So, was einfach zeigt, die Leute greifen halt immer mehr, also gucken, dass sie halt sich die Kleinigkeiten dann eben holen, weil es natürlich auch zu auffällig ist, sich was in eine Packung unter die Jacke zu stecken. Aber es ist eben dort aufgefallen, dass das halt einfach deutlich zugenommen haben. So, das ist aber nur ein kleiner Nebenbericht von einer Person, die dort arbeitet. Und das heißt, das Thema Fettleibigkeit ist zum einen ein großes und zum anderen aber, also ich glaube, man muss auch da, das ist ein Riesenthema. Mhm. Und ich finde auch, dass es ein Thema ist, wo man ja auch wiederum gerade als Kinder- und Jugendarzt sehr vorsichtig sein muss. Inwiefern bringe ich das Thema Fettleibigkeit überhaupt auf den Tisch, dem Kind gegenüber? Stichwort Körperdruck, Körperkult, Bodyshaming. Also wo ist die Grenze, ne? Wo ist ein Kind, wo muss man vielleicht, ich neige dazu bei Kindern, wo es jetzt nicht ganz offensichtlich ist, bei Kindern und Jugendlichen, eben wirklich eher Formulierungen zu wählen wie aufs Gewicht achten. Darauf achten, dass es kein No-Go beim Essen gibt, es soll alles gegessen, es soll alles getrunken werden, es soll Spaß gehabt werden am Tisch, es kommt auf die Menge an. Ich denke, aber kommt das dann an, wenn Sie das sozusagen einigermaßen subtil formulieren? Also, ich versuche es jetzt, wenn ich jetzt einen Jugendlichen habe, gerade gestern hatte ich einen, ehrlich gesagt, ziemlich deutlich zu formulieren. Ich sage, du darfst Cola, du darfst Schokolade, isst Döner und isst Chicken Nuggets, wenn du da Bock drauf hast. Und du kannst gerne Eistee trinken, das ist kein Problem. Ich esse auch gerne Schokolade, ich trinke auch gerne Bier. Es kommt aber auf die Menge an. Mhm. Und da wiederum hole ich aber die Eltern ins Boot, weil die sitzen oft begeistert daneben und nicken und zeigen immer aufs Kind. Aber dann sage ich so, ja, nee, Moment mal, liebe Eltern, es ist
euer Job. Es ist eure Verantwortung. Denn oft ist eine ganz einfache Frage, wenn die Eltern sich beklagen und sagen so, naja, ja, der isst zu viel. Wer kauft's denn? Natürlich, wer kauft die Süßigkeiten und wer kauft den Eistee? Und wer lebt es womöglich vor auch? Ne? Das ist ja auch eine Vorbildfrage. Und da gucken dann viele Eltern relativ bedröppelt, aber es gibt auf die Frage hin, fruchtet das auch immer wieder Situationen, wo Jugendliche doch so ein bisschen einen erleichtert angucken, aber auch Eltern sagen so, ja, stimmt, das ist ein Thema, das ist was, wo wir dran arbeiten müssen, wo ich dann auch mit den Eltern, und das ist vielleicht dann wieder so eine Wilhelmsburger Spezialität, wo man auch relativ einfach und deutlich mit den Eltern sprechen kann. Sagen so, ey, das ist, ich duze die meisten meiner Patienten, das ist dein Job. Das ist deine Verantwortung, liebe Mutter, lieber Vater, da die Verantwortung zu übernehmen. Und du kaufst es nicht. Und du musst am Handy die Medienzeit begrenzen. Und du musst an der Playstation, also ich neige jetzt, weil mein Sohn eben selber auch ab und zu zockt. Ist 13. Ich musste mir selber von einem Freund Tipps holen, aber ja, ich habe jetzt die PlayStation-App und ja, ich mache jetzt die Familienverwaltung und seitdem hat sich das Thema beruhigt, aber ich kontrolliere das eben einfach jetzt. Und das ist meine Verantwortung als Vater. Und genau, so. Das muss man natürlich dann auch mitgeben als Kinderarzt oder braucht es dafür dann auch einen Psychologen? Die Stelle ist ja frei, sagten sie eben, aber das könnte ja helfen, so jemanden dann eben auch zu haben, ne, in der Praxis. Genau, zum einen ist die Stelle frei, Bewerbungen können gerne abgeschickt werden. Und Psychologen, ich glaube, was wir hier in so einem kurzen Podcast, also zum einen bin ich für keines dieser Themen ein Spezialist, sondern ich bin Allrounder, Feld, Wald und Wiese Kinderarzt. So. Und bin sicherlich nicht der hier mit allen Fakten und mit jedem Detailwissen glänzen könnte, weil ich das einfach auch nicht alles genau weiß. Aber und diese Riesenthemen wie Adipositas, Zocken, Depressionen, wenn wir jetzt über den Psychologen sprechen, dann kann man nur sagen, ja, natürlich braucht es die immer mal wieder. Da müssen nicht alle von denen hin und glücklicherweise erreichen wir einige von denen. Aber vielleicht doch mehr jetzt auch nach der Corona-Pandemie, das berichten wir ja auch, dass ja gerade auch diese psychischen Erkrankungen, Depressionen auch bei Kindern und Jugendlichen natürlich sind es mehr. Und wenn man sich überlegt, dass wir keinen Kinder- und Jugendpsychiater in Süderelbe haben, sondern wir haben Kinder- und Jugendpsychologen, aber Kinder- und Jugendpsychiater haben wir nicht. Ja. Und ich habe gerade in der Vorbereitung auf das Gespräch mit einem Kinder- und Jugendpsychiater aus Winterhude gesprochen, eine größere Praxis. Die haben mittlerweile keine Warteliste mehr, in dem Sinne, als dass sie überhaupt niemanden mehr draufnehmen. Weil sie einfach sagen, es macht doch keinen Sinn, jemanden auf die Warteliste zu setzen, den wir ein Jahr und länger warten lassen für ein Erstgespräch. Und wir reden von Jugendlichen und Kindern, die teilweise selbstverletzendes Verhalten zeigen, die teilweise sich komplett zurückgezogen haben bei massiver Fettleibigkeit. Und diese Kinder und Jugendliche kriegen in der Stadt teilweise kein Gespräch innerhalb eines Jahres. Das ist eine Katastrophe. Das ist unfassbar. Ein politisches Problem am Ende, ne? Also richtig, das sind Bedarfspläne, die da berechnet wurden, die anscheinend, wie gesagt, ich bin nicht der Spezialist, aber wenn ich dem Glauben schenke, was der erfahrene Kollege mir sagt, dann sind diese Pläne 20 Jahre alt. Und das ist einfach komplett an dem vorbei geplant, was wir brauchen für unsere Kinder und Jugendlichen. Und den Nebensatz darf ich mir, glaube ich, noch erlauben, wie mit Kindern und Jugendlichen umgegangen wird und welche Wichtigkeit sie haben, haben wir als Eltern, ich glaube, Sie haben ja auch Kinder, schon auch erfahren dürfen in der Corona-Krise mit den Prioritäten, die gesetzt wurden, mit den Wichtigkeiten, die gesetzt wurden. Und ehrlicherweise ist mir noch mal letztens durch den Kopf gegangen, dass ich dachte, ach, irgendwie wäre es doch auch toll gewesen, nach Corona nochmal an Kinder und Jugendliche. Vielleicht habe ich das Signal nicht gehört oder die Botschaft, die gesendet wurde von der Politik. Den Applaus vom Balkon. Nee. Den Applaus vom Balkon für die Kinder und Jugendlichen. Ob das nun eine Büchergutscheintasche oder eine, meinetwegen auch eine Gummibärchentasche ist, ist mir in dem Fall, wie ich ja schon sagte, die sollen alles essen und alles trinken. Und dann darf es auch mal von der Politik ein Gummibärchen sein. Aber es geht um die Wertschätzung. Aber es geht um die Wertschätzung. Und das zeigt sich bei so einer Bedarfsplanung. Es zeigt sich bei der Frage, kriegt jede Familie einen Kinderarzt? Und es zeigt sich bei der Frage, welche Angebote gibt es für psychisch kranke Kinder? Welche Angebote gibt es für adipöse Kinder? Stichwort Ernährungsberatung. Was ist da
von politischer Seite gemacht worden bisher. Also so. Zu wenig auf jeden Fall. Das kann man, oder es gibt auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja, das zu wenig. Oder manchmal ist es vielleicht auch eine Frage der Kommunikation, dass eben nochmal kommuniziert wird. Es Angebote übrigens, gibt, aber die man gar nicht kennt. Womöglich. Ja, oder auch Kommunikation der Politik an die Kinderärzte, wo gesagt wird, übrigens, wir haben das, das und das vor oder das und das überlegen wir. Mhm. Aber auch da, ich bin nicht der Spezialist. Wir haben mit Claudia Haupt eine tolle Vorsitzende, die sich um vieles kümmert, wo auch regelmäßig Informationen kommen, die sich total einsetzt. Ich weiß halt nur nicht, wie viel kommt bei Kindern und Jugendlichen jetzt in Wilhelmsburg an. Mhm. Da ist man manchmal etwas ratlos. Ja, aber trotzdem, trotz der Ratlosigkeit, merkt man ja, dass Sie für den Beruf brennen. Und auch da würden Sie sagen, man muss ein besonderer Typ sein, um auch in Wilhelmsburg als Kinderarzt zu arbeiten? Hätte das jeder von Ihren Studienkollegen machen können? Nein, aber ich glaube, dass das auch total gut ist. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Der Abschluss, also die, die das Examen dann gemacht haben, bilden ja so eine Art Puzzle. Und ich glaube, wir sind Deckel. Und jeder Deckel findet halt woanders seinen Topf. Mhm. Und ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich so Kolleginnen beobachte, in der Arbeit, in der Klinik, dass man so für sich rausfindet, wo passe ich hin, mit welchen Patienten komme ich besser klar, mit welchen weniger. Und so landet halt der eine in Wilhelmsburg, der andere in Neukölln und der nächste halt in Harvesterhude in der Privatpraxis. Und das ist ja aber auch okay, weil es braucht halt alles, weil es ja auch unterschiedliche Patienten gibt. Und würden Sie denn jemandem raten, einem jungen Kollegen, der das Studium gerade abgeschlossen hat, nach Wilhelmsburg oder nach Neukölln zu gehen, bewusst? Ich glaube, es gibt KollegInnen, die genau dorthin passen. Und im besten Fall spüren die das schon selber und merken das. Und umgekehrt merken auch, dass es vielleicht nicht ihrs ist. Mhm. Und so passen dann vielleicht genau die in den Vierteln immer zu ihren Patienten. Und auch das ist ja wichtig zu sagen, auch innerhalb der Viertel, also jetzt bei uns zum Beispiel in den 5 KollegInnen, völlig unterschiedliches Couleur. Also ich glaube auch, dass wir in unseren Räumen unterschiedliche Dinge sagen. Yeah. Zu den gleichen Themen. Mhm. Also zum Thema Medienzeit, zum Thema Ernährung. Da werde ich was anderes sagen als der Kollege einen Raum weiter. Und auch das ist ja in Ordnung. Genau. Wir haben ja rundum, also auch da, Corona ist ja mal so ein gutes Beispiel, weil da haben alle über so ein medizinisches Thema gesprochen. Da konnte man ja auch sehen, teilweise ja aber auch mit schwierigen Extremen, man konnte sehr, sehr viele Meinungen zum gleichen Thema haben. Das stimmt allerdings, das stimmt. Vielleicht letzte Frage zu Ihnen persönlich. Warum sind Sie überhaupt Kinderarzt geworden und was machen Sie, wenn Sie nicht in Wilhelmsburg in der Praxis sind? Ich wollte schon in der Grundschule Kinderarzt werden. Weil Sie genetisch vorbelastet sind? Nein. Die Eltern auch? Ja, meine Eltern sind Psychotherapeuten gewesen. Also ja, haben beide Medizin studiert, aber wir waren nicht so der klassische, ich nenne es jetzt einfach mal Weißkittelhaushalt, oder wo halt so medizinische Probleme am Tisch besprochen wurden. Ich habe schon immer Lust gehabt, irgendwie mit Menschen zu tun zu haben. Ich habe schon immer mich gerne irgendwie dann auf Schulfesten mit den kleineren Geschwisterkindern beschäftigt oder sowas. Ich selber hatte 3 ältere Geschwister. Okay. Und dann, als es dann irgendwann wirklich um die Frage ging, was mache ich denn, gab es die Überlegung, Arzt, Schauspieler oder Tuba-Spieler. Oha. Und ich habe dann mich für den Kinderarzt entschieden, weil ich es einfach schon immer am spannendsten fand oder weil mich erstmal die Frage interessiert hat, wie funktioniert eigentlich der Mensch? Ich wollte nicht wissen, wie funktionieren Geldströme oder wie funktioniert eine Werbekampagne. Ja. Ich wollte wissen, wie funktioniert der Mensch? Mhm. Und das in Kombination mit meinem Spaß eben an Kindern zu arbeiten, hat dann war dann natürlich, dass ich dann dort gelandet bin. Okay. Und wie entspannen Sie, wenn Sie nicht in der Praxis sind? Was machen Sie denn? Entspannen mit Kindern ist ja nochmal ein ganz eigenes ganz Thema. Feld, ja. Dieses Jahr kann ich sehr gut entspannen als St. Pauli-Fan. Gelingt mir das ziemlich gut. Und ansonsten gerne mit Sport verschiedenster Art oder ehrlich gesagt, also neben Sport und Haushalt bleibt eigentlich gar nicht, aber und sonst. St. Pauli. Und St. Pauli. Dann ist ja alles in Ordnung. Genau. Wunderbar, ich danke ganz herzlich für das tolle Gespräch und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.